Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 81, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Nicht nur Bürgerbusse feiern, sondern Infrastruktur in ländlichen Räumen sichern. Landesregierung muss Verantwortung gerecht werden und gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Das ist die Drucksache 209342. Es beginnt die Kollegin Carina Fiesmann, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 25 neue E-Bürgerbusse für Hessen übergeben am Bürgerbustag in Marburg. Dafür gibt das Land 1,1 Millionen Euro, und man höre genau zu, unter anderem das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Der erste Bürgerbus in Hessen wurde in meiner Heimat initiiert, aber sicherlich nicht, weil man der Meinung war, dass die Bürger neben ihrer zahlreichen ehrenamtlichen Arbeit noch ein wenig mehr machen könnten. Nein, im Gegenteil, weil die Menschen schlicht und ergreifend einfach nicht mehr zum Arzt oder zum Einkaufen kamen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil das Land sich seit Jahren mit einem 3-prozentigen Anteil originären Landesmitteln an der Finanzierung des ÖPNV durchgemogelt hat. All den ehrenamtlichen Bürgerbusfahrerinnen und Fahrern gilt unser herzlichster Dank. Sie gleichen das aus, was Hessen nicht leisten will. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, das Ehrenamt ist nicht der Lückenbüßer für eine schwarz-grüne Landesentwicklung, die ganze Teile unseres Bundeslandes damit abhängt. Selbst wenn Sie sich jetzt bemühen, die Landesfinanzierung zu verdoppeln oder, sagen wir mal, Sie verdreifachen die vielleicht auch, dann muss man an dieser Stelle auch sagen, dass die Kommunen weiterhin 90% der Finanzierung tragen. Es geht weiter beim Thema Feuerwehr. Der Hilferuf aller 16 Bürgermeister, über alle Parteigrenzen hinweg übrigens, aus dem Werra-Meißner-Kreis. Die Investitionskosten für den Brandschutz sind kaum noch zu stemmen. Eine Kommune im ländlichen Raum ist momentan nicht in der Lage, beispielsweise 10 oder 20 Millionen Euro für Feuerwehrgerätehäuser zu investieren. Die Anforderungen und die Vorgaben sind enorm hoch, und hier gibt es so viel zu tun. Wie kann man Standards senken, damit sich eine 3.000-Einwohner-Gemeinde noch eine freiwillige Feuerwehr leisten kann? Wie kann man ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden von Bürokratieaufgaben entlasten? Wie kann man Ausbildung fördern, oder wie kann man auch die Landesförderung erhöhen? Und das eine muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag stehen immer dafür, dass die Sicherheit nicht davon abhängig gemacht werden darf, ob ich in der Stadt oder auf dem Land wohne, ob ich in einer armen oder reichen Kommune wohne, meine sehr geehrten Damen und Herren. Beim Thema Gesundheitsversorgung, das Uniklinikum Marburg-Gießen, ja, das wurde im Jahr 2006 unter Roland Koch verkauft. Es ist das nahezu vollständig privatisierte Uniklinikum in ganz Deutschland. Und jetzt fehlen Investitionsmittel, und öffentliche Gelder sollen wieder her. Das Klinikum, das dient der Versorgung ganzer Regionen in Nord- und Mittelhessen, Osthessen bis in andere Bundesländer hinein. Und wir sagen und haben es schon oft gesagt, Privatisierung im Gesundheitswesen war und ist immer noch falsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es darf nicht dazu führen, dass ganze ländliche Regionen komplett abgehangen werden und vom Sterben kleinerer Krankenhäuser ganz abgesehen. Kommunale MVZs, auch hier müssen die Kommunen das Problem des Ärztemangels selbst angehen. Gebäude, Anwerben von Ärzten. Es ist definitiv nicht mit unserer Verfassung vereinbar, dass die Gesundheitsversorgung jedes Einzelnen in unserem Bundesland davon abhängig ist, ob meine Kommune in das Gesundheitswesen investieren kann oder nicht. Ich könnte die Liste der Themen vorstellen.
fortführen. Fördervereine betreiben im ländlichen Raum ganze Schwimmbäder. Kita-Gebühren in Hessen sind davon abhängig, ob die Kommune Geld hat oder nicht. Und die Musikschulen im ländlichen Raum, die stehen zur Debatte, wenn nicht endlich ein großer Wurf dieser Landesregierung kommt. Als Opposition haben wir aber auch stets Forderungen, konkrete Forderungen formuliert. Ja, das hat auf der einen Seite natürlich etwas mit der Verteilung von finanziellen Mitteln zu tun. Wer den ländlichen Raum fördern will, muss kleine Kommunen finanziell besser ausstatten. Es hat aber auf der anderen Seite auch damit etwas zu tun, welche Visionen eine Landesregierung hat. Und hier geht es um Inhalte und Konzepte, z.B. attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmensansiedlungen in besonders benachteiligten Regionen schaffen, Behörden und Bildungseinrichtungen aus den Ballungszentren herausverlagern und nicht so eine Stellenschieberei von A nach B, die Abschaffung der Straßenbeiträge, die Investitionen in Krankenhäuser, eine Stärkung der Berufsschulausbildung und vieles, vieles mehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen Stadt und Land nicht weiter auseinanderdriften lassen, auch um politische Stabilität zu gewährleisten. Und da gucke ich hier zu meiner rechten Seite. Bitte überlassen Sie keinen Dorf den Rechten. Wir brauchen einen echten Plan für den ländlichen Raum, eine Vision und keine Symbolpolitik für die Übergabe von E-Bürgerbussen. Für diesen Dialog stehen wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag jederzeit bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissmann. Jetzt kommt der Abg. Frank Diefenbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich im Vorfeld der Rede heute gefragt, was die SPD eigentlich gegen Bürgerbusse einzuwenden hat. Jedenfalls ist es so, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, vor allem ältere Kolleginnen und Kollegen oder Bürger auf der Straße, diese Sache ganz toll finden. Das haben Sie ja auch am Bürgerbustag in Marburg geäußert. Und es handelt sich nicht nur um 25 voll elektrische Busse, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Umweltfreundlichkeit darstellen und zur bürgerfreundlicher Mobilität, die auch zum Krankenhaus führen kann, sondern es kann, oder zum Arzt, sondern es sind insgesamt 120 Bürgerbusse insgesamt, die in Hessen ihren Dienst tun und mit denen man nicht nur das Mobilitätsangebot, sondern auch das ehrenamtliche Engagement fördert und die Leute sich insgesamt da sehr sinnvoll einbringen. Unser prinzipieller Ansatz bei der Förderung des ländlichen Raumes besteht darin, dass wir jetzt nicht z.B. ständig Beton im ländlichen Raum ausgießen wollen, um Parkdecks und Gewerbegebiete auszuschreiben, sondern darin, dass wir die verschiedenen Stellschrauben, die wir in unserem Aktionsplan für den ländlichen Raum dargelegt haben, alle möglichst gleichzeitig zu bedienen, um auch Synergieeffekte, positive Ankurbelungseffekte zu erzielen, was ich an einem Beispiel mal kurz darlegen möchte. Beim Bereich der Mobilität wäre noch zu erwähnen, dass wir im Bereich der Reaktivierung von Schienenstrecken sehr viel tun. Auf insgesamt 24 Streckenabschnitten wird geplant und teilweise schon umgesetzt, was wir unterstützen, wenn die betroffenen Kommunen es wollen, nämlich an der Reaktivierung von Schienenstrecken zu arbeiten. Ganz wichtig ist auch der Bereich der Digitalisierung. Es ist erstmal eine Querschnittstechnologie, auch im ländlichen Raum, die auch ermöglicht, dass Menschen an der Kultur, am Tourismus, an der Gastronomie ganz anders teilhaben können, weil die Zugänge dadurch niedrigschwelliger werden.
Aber andererseits ist es auch im engeren Sinne eine Voraussetzung für die Unternehmen vor Ort, gut zu arbeiten. Beispielsweise jeder Handwerker im ländlichen Raum braucht Mobilfunk, wenn er aus seiner Werkstatt, aus seinem Betrieb hinausgeht, zu seinen Kunden. Und da möchte ich Ihnen die Zahl mal präsentieren, veröffentlicht vom TÜV Rheinland von 2018 bis 2021 haben wir eine Steigerung der LTE-Versorgung von 86,7% auf 2021 93,5%. Und die weißen Flecken in Hessen, wo wir keine Mobilfunkversorgung haben, die werden immer geringer. Und die Zuwachsrate der Versorgung ist beachtlich. Bei der Gesundheitsversorgung ist es natürlich okay, wenn man sagt, die Krankenhäuser müssen gesichert werden. Dafür tun wir auch eine ganze Menge. Aber darüber hinaus ist besonders wichtig, dass wir die Vernetzung von Gesundheitsakteuren immer weiter vorantreiben. In diesem Sinne ist auch die Ausstattung mit Gesundheitszentren, medizinischen Versorgungszentren und wohnortnahen Versorgungsformen, bei denen wir alle miteinander vernetzen, eben sehr wichtig. Die Dorfentwicklung ist auch ein wichtiger Schatz unserer Förderung des ländlichen Raumes. In der EU-Förderperiode von 2014 bis 2021 wurden mit insgesamt 255 Millionen Euro 2.200 kommunale und fast 6.700 private Vorhaben gefördert. Das Anerkennungsverfahren, auch ganz wichtig, wurde vereinfacht. Und damit wird es Kommunen und auch privaten Akteuren erleichtert, Fördermittel zu erhalten, z.B. für kulturelle Vorhaben, Mehrgenerationentreffs, Dorfmuseen, Dorfläden und Dorfcafés. Die Kultur ist auch ganz wichtig, denn ohne die können wir auch nicht leben, auch nicht im ländlichen Raum. Bei diesem Dorfentwicklungsprogramm ist auch ganz wichtig, dass wir ganz spezielle Förderschwerpunkte aufstellen und dass wir jetzt für die nächste Förderzeit 10 Landkreise besonders ins Visier nehmen, z.B. Landkreis Odenwald, Bergstraße, Fulda, Gießen, Kassel-Land, Dill, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Rheingau-Taunus, Werra-Meißner und Wetterau sind besonders aufgerufen, sich zu bewerben. Dass wir diese speziellen Landkreise ganz besonders in den Fokus nehmen, hat seinen Sinn daran, dass die gleichwertigen Lebensverhältnisse eben nicht hundertprozentig gleich verteilt sind, dass man auch hier schauen muss, wie sind die Relationen und dass man eventuelle Ungleichheiten versucht, auch auszugleichen. Besonders im dörflichen Bereich ist aber auch die Kultur gefragt, etwa in Form unseres Land-Kulturperlenprogramms. Mit ihm treiben wir die kulturelle Bildung und die Teilhabe vor allem von Menschen in den ländlichen Regionen sehr deutlich voran. Und wir haben das Programm nicht nur verstetigt, sondern auch deutlich ausgebaut. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Am Ende möchte ich noch betonen, dass auch im Bereich der Schullandschaft ganz besonders für den ländlichen Raum was getan wird. Denn mit der Neuorganisation unseres Fachklassenkonzeptes unterstützen wir auch die ländlichen Regionen, indem wir dafür sorgen, dass Berufsschulstandorte in ganz Hessen, aber auch in ländlichen Regionen gesichert werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Wiebke-Knell, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Meine Heimat Neukirchenhaus ist wunderschön, aber wir haben weder Empfang noch einen vernünftigen Bus, dafür viele Funk- und Schlaglöcher. So ist es im ländlichen Raum. Jeder kennt es. Ich bin der SPD sehr dankbar dafür, dass Sie den ländlichen Raum heute zum Thema gemacht haben. Der Bürgerbus ist ja so eine Art Symbolbild geworden, ein Symbol dafür, welchen Stellenwert der ländliche Raum für die schwarz-grüne Landesregierung hat. Ja, auf der einen Seite steht im Haushalt für das kommende Jahr 1 Milliarde € bereit für den ÖPNV. Und auf der anderen Seite heißt das schwarz-grüne Verkehrskonzept für den ländlichen Raum Bürgerbus, der ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. Und übrigens, viele Bürgerbusse fahren gar nicht, sondern stehen, weil es gar nicht mehr genug Leute gibt, die den Bürgerbus fahren wollen. Corona hat die Situation da auch verschlimmert. Das ist ein Ungleichgewicht, das Sie nicht wegdiskutieren können. Und das zieht sich auch durch viele andere Bereiche. Das sehen wir beim Thema On-Demand-Verkehre.
Es gibt viele Modellprojekte im Rhein-Main-Gebiet, wo das ÖPNV-Angebot aber ohnehin schon gut ist. Und im ländlichen Raum reicht es dann für die Mitfahrerbank. Und dabei ist das Thema On-Demand-Verkehre doch gerade für den ländlichen Raum ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur für die Gebiete, wo es ohnehin schon gute Mobilitätsangebote gibt, sondern da, wo sich ein flächendeckender ÖPNV rund um die Uhr eben nicht lohnt. Wenn ich an meine Oma denke, die zum Einkaufen oder zum Arztbesuch in die nächste Stadt fahren muss, die nimmt nicht den Bürgerbus, den sie drei Tage vorher bestellen muss. Und der normale Bus, den kann sie auch nicht nehmen, weil der eben nicht fährt. Oder denken Sie an die Jugendlichen. Für die kommt der Bürgerbus doch auch nicht in Frage, besonders dann nicht, wenn sie vielleicht abends von der Feier nach Hause wollen. Für die wäre doch ein On-Demand-Angebot ein großer Gewinn, vor allem wenn man es digital und relativ kurzfristig dann auch bestellen kann und nicht nur per Telefon am Vortag. Welchen Stellenwert der ländliche Raum für die Landesregierung hat, das sehen wir auch bei der Verkehrsinfrastruktur. Minister Al-Wazir weigert sich ja konsequent, neue Straßen zu bauen. Und auch die bestehende Infrastruktur verfällt. 49% der 6.900 Kilometer Landstraße sind in einem schlechten oder sogar sehr schlechten Zustand. Meine Damen und Herren, der ländliche Raum geht leer aus bei der Verkehrspolitik. Aber das ist noch nicht alles. Gleiches gilt auch für die Gesundheitsversorgung. Es ist ja noch nicht so lange her, als hier im Landtag über den Dorndeal und das Uniklinikum Gießen-Marburg diskutiert wurde. Und fast eine 500 Millionen € als Finanzspritze für 10 Jahre. Und gleichzeitig ist die Gesundheitsversorgung auf dem Land vielerorts ein Problem. Wir haben keine Ärzte mehr, immer mehr kleinere Kliniken in finanzieller Schieflage und vieles mehr. Die Probleme sind groß. Und der Landesregierung fällt außer Gemeindeschwestern und Landarztquoten im Studium nichts ein. Und das ist zu wenig. Der ländliche Raum geht auch in der Gesundheitspolitik leer aus. Der ländliche Raum in Hessen wird von der schwarz-grünen Landesregierung strukturell vernachlässigt. Das ist seit vielen Jahren so, und ich halte das für einen riesigen Fehler. Ich bin überzeugt davon, die FDP ist überzeugt davon, der ländliche Raum ist Heimat der Zukunft. Wir müssen ihn aber dazu machen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Homeoffice für viele eine ganz neue Bedeutung bekommen. Aber Dörfer, in denen es im Jahr 2022 noch kein leistungsfähiges Internet gibt, die können dafür natürlich nicht profitieren. Und das wäre ja die große Chance auch für den ländlichen Raum. Und es würde auch den Druck von den Ballungsgebieten nehmen. Aber das haben Sie immer noch nicht verstanden. Und Glasfaser und 5G flächendeckend. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Aber viele Orte in Nordhessen, auch in Osthessen, gehen da nach wie vor leer aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat es in der Überschrift ganz richtig geschrieben. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und wer aufs Land zieht, tut das aus guten Gründen. Der erwartet in der Regel auch keinen 5-Minuten-Takt von irgendeiner S-Bahn. Aber die Menschen auf dem Land erwarten völlig zu Recht von einer Landesregierung, dass ihnen eine funktionsfähige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und der Errichtung und der Erhalt der Infrastruktur sind Staatsziel in Hessen. Sie haben Verfassungsrang, genau wie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und um diesem Ziel gerecht zu werden, braucht es mehr als ein lustiges Gaststättenprogramm für den ländlichen Raum. Und mehr hat diese Landesregierung bislang nicht erreicht. Das ist zu wenig. Die Menschen im ländlichen Raum fühlen sich im Stich gelassen von dieser Landesregierung. Das wollen wir ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Knell. Das Wort hat der Abg. Arno Enns, AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, Bürgerbusse sind als Komplementärangebot zum ÖPNV eine gute und sinnvolle Einrichtung. Das ehrenamtliche Engagement der Fahrerinnen und Fahrer sorgt für eine flexiblere Mobilität und ist ein unterstützender Mobilitätsbaustein für den ländlichen Raum. Für das ehrenamtliche Engagement kann man sich bei den Menschen hier nur bedanken. Denn gerade im ländlichen Bereich, wo der ÖPNV teilweise wirklich als schlecht ausgebaut zu bezeichnen ist, helfen Bürgerbusse den Menschen dabei, beispielsweise außerörtliche Termine oder einen Einkauf gut und im gewissen Rahmen flexibel zu erreichen.
Aber man muss dabei auch beachten, dass Bürgerbusse teilweise nur mit mehrtägigem Vorlauf bestellbar sind und somit nur einer kleinen Zielgruppe zur Verfügung stehen. Also eigentlich nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein und keine wirkliche Entwicklung zu einer Stärkung des ländlichen Raums. Und der Einsatz von Bürgerbussen kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine dringende Verbesserung des ÖPNV in der Fläche viel zu langsam vorangeht. Ein Beispiel aus meiner Heimat. Wenn ich bei uns im Lumtertal mit dem Bus eine Stunde brauche, bis ich in Gießen am Bahnhof ankomme, mit dem Auto sind es 25 Minuten, dann wird doch schnell deutlich, dass die kargen Bemühungen der Landesregierung, den ländlichen Raum zu stärken, bis heute nicht wirklich greifen. Und die Menschen wissen, dass wegen einer überbordenden Bürokratisierung, wegen fehlendem Geld und fehlendem Wille es kaum Änderungen geben wird, schon gar keine schnellen. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Menge der Pkw immer weiter zunimmt. Geplante Reaktivierungen von Bahnstrecken, beispielsweise der Lumtertalbahn, ich nenne es mal Prestigeobjekt des Kreis Gießen, sollen diese Missstände nun lösen. Damals hat man den ÖPNV weg von der Schiene auf Busse verlegt. Die Schienen wurden teilweise abgebaut, die Bahnhöfe verkauft, die Strecke der Natur überlassen. Jetzt, 40 Jahre später, um mal bei der Lumtertalbahn zu bleiben, will man im Rahmen einer ideologischen Verkehrswende diese Bahnstrecke reaktivieren. Sicherlich machen Reaktivierung von Bahnstrecken durch Wachstum oder Ansiedlung von Industrie in manchen Kommunen Sinn. Aber nicht, wenn zur Reaktivierung einer Bahn Gutachten zur Wirtschaftlichkeit, die nicht dem gewünschten Ergebnis entsprechen, einfach mit geänderten Kriterien noch einmal erstellt werden, bis das Ergebnis ins ideologische Muster passt. Die Passagierzahlen werden geschönt und die Kosten in Höhe von angeblich ca. 43 Millionen Euro sollen das Ende der finanziellen Belastung sein. Aber, meine Damen und Herren, wir haben hier bis hin zum Eisenbahnbundesamt einmal nachgefragt, ob mit den veranschlagten 43 Millionen Euro die Strecke reaktiviert werden kann. Ergebnis: Nicht einmal im Ansatz wird das Geld ausreichen. Die für den Ausbau in Betracht kommenden Unternehmen haben uns dazu gesagt, dass wir hier deutlich über einen dreistelligen Millionenbetrag reden, also mehr als 100 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass die Einbindung in die Hauptstrecke zwischen Kassel und Frankfurt nicht ohne Weiteres möglich ist, da die enge Taktung schon kaum noch Raum für weitere Züge zulässt. Das sind harte Fakten gegen träumerische Verkehrspläne. Meine Damen und Herren, natürlich kann man als Regierung sagen, dass mit der Offensive Land hat Zukunft eine Entwicklung im ländlichen Raum gefördert wird. Aber die bereits angesprochene steigende Zulassungszahlen der Pkw ist genau der Indikator, der aufzeigt, dass sich der Verkehrsminister hier für Peanuts feiern lässt. Der Einsatz von Bürgerbusse ist ganz nett und sicherlich für eine kleine Zielgruppe auch hilfreich. Aber das große Mobilitätsproblem im ländlichen Raum wird dadurch nicht angegangen. Letztendlich muss man feststellen, dass der Bürgerbus nur das Stillhaltehäppchen für den Bürger im ländlichen Raum ist und eine Ablenkung vom Entwicklungsstillstand der ländlichen Infrastruktur in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Enes.